Es geht hier tatsächlich nur um Gefühl und Ideologie und... Und das kommt dann eben auch in die Statistik mit rein, in die Mathematik, wo ich sage, das müsst ihr doch trennen können. 2 + 2 = 4, da kann ich doch nicht schummeln oder mir irgendwas vormachen. Aber auch da geht es. Also wer das nicht wahrhaben will, der schafft auch, diese Fakten beiseite zu wischen und irgendein Argument zu finden. Und wenn nicht, wird es zurechtgebastelt und irgendein Faktenchecker liefert wieder was, um das dann beiseite schieben zu können. Immer schön Weltbild geschlossen halten, bloß nicht nach rechts und links gucken. Und wenn da irgendwas nicht reinpasst ins Weltbild und auf den Tisch kommt, dann wird es beiseite gewischt. Und egal wie groß die Widersprüche sind, habe ich den Eindruck, die meisten Leute schaffen, sie beiseite zu wischen. Wie kann es sein, dass solche großen Fehler passieren, dass sich da Journalisten nicht drum kümmern, dass so ein Lobbyverband wie die DIVI, okay, da verstehe ich noch, dass die das Beste für die Krankenhäuser und Intensivstationen machen müssen, das ist ihr Job, aber das Statistische Bundesamt, wieso machen die solche Formen der Analyse? Die haben Qualitätsstandards, denen sie sich verpflichtet haben. Wieso halten die nicht ein? Was ist hier los in diesem Land, weißt du? Dieses größere Bild, das war so ein schmerzhafter Prozess, irgendwann mir eingestehen zu müssen, hier läuft richtig was falsch. Also ein Bekannter von mir hat gesagt, ach, das ist doch gar nicht so schlimm mit Corona. Dann habe ich gesagt, komm, dann zeige ich dir mal, wie schlimm das ist und guck mir die Daten genau an. Und habe die so aufbereitet, dass ich ihm die zeigen konnte und habe da gemerkt, oh, hier gibt es ja Widersprüche in den Zahlen. Ja, und habe das versucht, diese Widersprüche aufzulösen und habe dann gemerkt, dann gibt es ein ganz neues Bild, wenn man diese Widersprüche auflöst. Und hast gefunden, dass es im Sommer 2020 bis Dezember quasi gar nicht die schlimme Übersterblichkeit gegeben hat, die man uns aber in den Medien jeden Tag präsentiert hat. Zumal wir die Lage immer so mit Deutschlandkarten abbilden und dann sind da Landkreise, werden immer roter und alle kriegen Panik, die Medien stürzen sich drauf und ja, so Moment, die werden doch nur roter, weil die Anzahl der Betten geringer wird, nicht weil da die Auslastung höher wird. Das ist natürlich eine ganz andere Information. Und das hat mich so gewundert, dass da solche, ja, für mich groben Fehler passieren, die so ein falsches Bild erzeugen und alle stürzen sich drauf. Und ja, und dadurch sah das für mich so aus, als wenn viele dieser Maßnahmen, die wir in 2020 ergriffen haben, auf falschen Zahlen oder auf einer falschen Auswertung der Zahlen basiert. Wenn in einem Land mehr gelebt haben als im anderen, wenn in einem Land nur alte Menschen leben, dann sterben natürlich da auch mehr, als wenn in dem anderen Land, also in dem anderen Jahr, viel mehr junge Leute sind. Ne? Also diese Effekte, randomisiert werden. Genau, diese Bezugsgrößen müssen mit berücksichtigt werden, sonst komme ich da einfach zu einem falschen Eindruck. Das bildet die Wirklichkeit nicht ab. Ja. Und wenn ich das tue, dann ist 2020 völlig unauffällig. Okay, ist ja alles Quatsch, was dir erzählt und weiter geht's, Nachrichten an. Bevor man sich analytisch an ein Problem heranwagt, guckt man erstmal, was sagen denn die Faktenchecker und Korrektiv und Psiram über die Person? Darf ich das überhaupt ernst nehmen? Ja, verrückte Zeiten. Ich habe viel diese Stimmen gehört oder gelesen, die mir geschrieben haben. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt, aber durch deine Analyse konnte ich es nochmal genau mir selber aufarbeiten und habe das nachvollzogen und jetzt verstehe ich, warum es so ist und fühle mich bestätigt in meinem Bauchgefühl, was ich vorher schon hatte.